des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, bei seiner Himmelfahrt hat Jesus den Aposteln noch vorher aufgetragen: Bleibt zusammen, bis ich euch den Beistand vom Vater her sende. Bleibt zusammen, das heißt wohl, kommt immer wieder zusammen und betet zusammen, und das tun wir jetzt auch. Wir kommen zusammen, wenn wir Gottesdienst feiern, und zwar im Auftrag des Herrn, in seinem Namen kommen wir zusammen und wir beten in diesen Tagen ganz besonders um den Beistand, den uns Jesus verheißen hat und den wir auch bekommen haben, schon in der Taufe zu unserer eigenen Heiligung und in der Firmung, in diesem Sakrament, damit wir diese Heiligung auch im Leben bezeugen können. Wenn wir also jetzt beisammen sind, dürfen wir davon ausgehen, dass der Geist Gottes auch bei uns ist und dass er uns führt und leitet und vor allem, dass er uns immer wieder den Weg zeigt, der richtig ist, den Weg, der zum Leben führt, den Weg, der schlussendlich uns zum Vater hinführt, dorthin, wohin er uns vorausgegangen ist. So empfehlen wir uns der Barmherzigkeit Gottes und bitten: Herr Jesus Christus, du bist vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Du hast Leiden und Tod auf dich genommen, um uns zu erlösen, und du bist heimgekehrt zum Vater nach der Auferstehung. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du willst auch uns mitnehmen hin zum Vater. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, dein Sohn hat vor seiner Himmelfahrt seinen Aposteln den Heiligen Geist verheißen. Sie haben den Reichtum der göttlichen Weisheit empfangen. Schenke auch uns die Gaben deines Geistes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Nachdem Paulus einige Zeit in Antiochia in Syrien geblieben war, zog er weiter, durchwanderte zuerst das galatische Land, dann Phrygien und stärkte alle Jünger. Ein Jude namens Apollos kam nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war redekundig und in der Schrift bewandert. Er war unterwiesen im Weg des Herrn. Er sprach mit glühendem Geist und trug die Lehre von Jesus genau vor, doch kannte er nur die Taufe des Johannes. Er begann offen in der Synagoge zu sprechen. Priscilla und Aquila hörten ihn, nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer dar. Als er nach Achaia gehen wollte,
ermunterten ihn die Brüder dazu und schrieben den Jüngern, sie möchten ihn freundlich aufnehmen. Nach seiner Ankunft wurde er den Gläubigen durch die Gnade eine große Hilfe, denn mit Nachdruck widerlegte er die Juden, indem er öffentlich aus der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias sei. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Komm, o komm, du Tröster mein, kehr in meinem Herzen ein. Komm, o Geist von oben, Verstand und Licht mir fliehen, dass wir Halleluja. Ich bin ausgegangen vom Vater und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Amen, Amen, ich sage euch, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Dies habe ich in verhüllter Rede zu euch gesagt. Es kommt die Stunde, in der ich nicht mehr in verhüllter Rede zu euch spreche, sondern euch offen den Vater verkünde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Vom Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Evangelium. Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Schwestern und Brüder im Glauben, wir haben heute noch einmal einen Abschluss der sogenannten Abschiedsreden Jesu gehört. Die hat er gehalten beim letzten Abendmahl, am Tag vor seinem Sterben. Und darum spricht er hier auch: Ich rede jetzt noch in verhüllter Rede zu euch. Die Jünger haben ja noch nicht gewusst, was jetzt auf sie zukommt. Sie waren nur beunruhigt, weil Jesus ständig davon gesprochen hat: Ich gehe jetzt weg von euch. Später, sagt er, werde ich nicht mehr in verhüllter Rede sprechen. Dann, als er sich am Kreuz ganz hingab, aus Liebe zu uns, stellvertretend für uns. Keiner hat eine größere Liebe, als wer sein Leben gibt für die Freunde. Da ist es dann enthüllt worden. Aha, so weit geht die Liebe Gottes zu uns. Dass selbst, wo der Mensch Gott zurückstoßt, Gott nicht aufhört, weiter zu lieben. Und zwar verzeihend weiter zu lieben. Das ist die Botschaft Jesu. Und das dürfen wir übernehmen.
wenn er sagt, ihr werdet in meinem Namen bitten. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten, hat er gesagt. Bis jetzt hat halt jeder Mensch ja, seine eigenen Bitten, was man sich halt wünscht, wie ein Kind sich was wünscht. Das sind ja auch wir Erwachsene noch. Für sich was bitten, ist auch gut, ist auch recht. Aber besser ist es noch zu lernen, im Namen Jesu zu bitten. Also nach seiner Art. Er ist das Vorbild. Und wenn wir so bitten, wie wir es von Jesus lernen, und das sind dann selbstlose Bitten, da geht es dann nur mehr darum, dass man darum bittet, dass jeder Mensch sich auf Gott hin ausrichtet und damit in den inneren Frieden kommt, dass jeder Mensch anfängt, den Heiligen Geist hereinzulassen und nicht dem eigenen egoistischen Geist zu leben. Wenn wir so bitten, sagt er, dann werdet ihr empfangen und eure Freude wird vollkommen sein. Was heißt es? Wir werden auf jeden Fall den inneren Frieden empfangen. Weil wir von Jesus das lernen, verzeihende Liebe, auch wenn die anderen noch Unrecht tun, hat Jesus auch passiert. Aber wir bitten, Vater, vergib, sie wissen nicht, was sie tun, vergib, gib ihnen Frieden und wir selbst bekommen diesen Frieden. Und damit eine tiefe Freude, weil man weiß, ja, was ich tue, ist richtig. Das ist die Schule von heute. Am Schluss sagt er nochmal deutlich, er ist vom himmlischen Vater gekommen, er war von Ewigkeit her schon im Himmel, zu uns herabgestiegen. Er hat hier auf der Erde uns das Vorbild vorgelebt und er ist wieder hinaufgegangen. Das ist jetzt für ewig bei ihm. Aber wir haben, wie wir es Christi Himmelfahrt gehört haben, das Vorbild. Also lachen müssen, weil die Kinder brauchen das auch. Aha, es wird vorzeigt und dann kann man es üben, dann kann man es nachmachen, bis man es kann. Und das ist auch die Logik Jesu. Er hat es vorgezeigt und wir können uns nach dem richten. In ihm haben wir den wunderbaren göttlichen Lehrer. Nehmen wir uns das heute mit. Ich will, so wie Jesus, bitten, verzeihend bitten, bis Friede und Freude wird. Amen. Zu Gott, dem Vater, der uns liebt, lasst uns aus der Not der Erde rufen. Für unseren Papst Franziskus, alle Bischöfe und Priester, Herr, lass sie geführt vom Heiligen Geist die Zeichen der Zeit erkennen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle christlichen Kirchen und Gemeinschaften, lass sie geführt vom Heiligen Geist Wege zur Einheit finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Gemeinde, lass uns, geführt vom Heiligen Geist, deinen Willen erkennen und ihn in die Tat umsetzen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Kinder und Jugendlichen, lass sie, geführt vom Heiligen Geist, einen guten Weg in das Leben und in den Beruf finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die sich in ihrer Not oder Trauer allein gelassen fühlen, lass sie, geführt vom Heiligen Geist, Menschen finden, die ihnen hilfreich zur Seite stehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. In die Fürbitten nehmen wir auch die Anliegen der Heiligen Messe hinein. Erika Bayer-Leitner für verstorbenen Gatten Ludwig und für verstorbenen Robert Behamberger. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Und durch Christus beten wir im Heiligen Geist zum Vater, dass er uns erhört. Amen.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lobe und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Barmherziger Gott, heilige diese Gaben, nimm das Opfer an, das dir im Heiligen Geist dargebracht wird, und mache uns selbst zu einer Gabe, die für immer dir gehört. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn nach seiner Auferstehung ist er den Jüngern leibhaft erschienen. Vor ihren Augen wurde er zum Himmel erhoben, damit er uns Anteil gebe an seinem göttlichen Leben. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. O Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, deshalb dürfen wir voll Vertrauen sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So dürfen auch wir bitten, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen dieses Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Komm, o komm, du Tröster mein, hier in mein.
dass wir ganz Gott selig sind. Komm, o Geist von oben. Komm, o komm, du Tröster mein. Kehr in meinem Herzen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt und sein Gedächtnis begangen. Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, dass wir in der Liebe zu dir und zu unseren Brüdern und Schwestern Christus nachfolgen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der dreifaltig liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So geht hin in Frieden. Dank sei Gott.